Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Letzte Folge haben wir Coruscant so gut es geht abgeschlossen, zwar noch nicht komplett. Uns fehlt ja hier noch ein bisschen was, wir sind bei 95,8% auf dem gesamten Planeten. Dafür fehlt uns auf dem Senatsbezirk noch ein Stein und im Rüstungsbezirk fehlen uns noch zwei Charaktere. Die können wir uns eigentlich aktuell noch nicht holen, denn wir haben hier bisher noch keine weiteren Markierungen mehr, wo hier noch Charaktere sein können, die wir uns kaufen können. Von daher werden wir das Ganze erstmal auslassen. Und später noch einmal zurückkehren. Teilweise spawnt hier auch noch später. Wo ist denn hier so ein Terminal? War ich da schon dran? Ich, ja, Puf, sitze im Klonzentrum auf Kamino fest. Eine ungewöhnliche Situation, die am besten von Angesicht zu Angesicht erklärt wird. Ich flehe Sie an, helfen Sie mir. Okay, das ist bloß das Holonetz. Das bringt uns aber jetzt auch nichts. Aber auch das wurde jetzt nicht auf der Karte angezeigt. Aber wenn wir gerade schon bei Kamino waren, genau da wollen wir jetzt nämlich auch hin. Das ist nämlich der nächste Planet auf unserer Reise, den wir noch nicht... der jetzt hier von der Story her als nächstes kommen würde. Kamino, im Weltraum zum Beispiel, da können wir uns auch schon mal zwei Charaktere holen. Deswegen würde ich sagen, reisen wir einfach mal in den Weltraum über Kamino. Wir gehen natürlich die Gebiete wie immer nach und nach durch. So, gucken wir einfach mal. Hier ist eine Schlacht. Gehen wir mal dort hinten hin, da ist ein Charakter. So. Gucken wir mal, was wir machen müssen. Wahrscheinlich eine Raummission oder irgendwie sowas. Wie kann ich den denn einsammeln? Hallo? Bleib stehen! Gehört das zum Widerstand? Ich wollte diese Vorräte nach Crate bringen, aber unter Druck... Fliegen ist nicht meine Stärke. Es könnte unterwegs turbulent zugehen. Kopf geht aus der ganzen Lachse hinterher. Seid ihr bereit für eine begehrte Fracht? Ja. Das höre ich gern. Verständige Basis auf Crate, dass ihr unterwegs seid. Einige dieser Schiffe sollten euch auf der anderen Seite erwarten. Viel Glück. Gewürze schmuggeln. Okay. Gibt es irgendwo direkt einen Weg nach Crate? Django-Jagd. Das ist ein Level, da wollen wir nicht hin. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich so nach Crate. In den Weltraum. Ah, wahrscheinlich wieder mit Stages. Denke ich einfach mal. Ja. Okay, 10 Schiffe. Ich hasse es zu verlieren. Er greift mich nicht an, so einfach ist es. Ja, du bist schon tot. Ihr macht gar nichts. Gib euch einen Tipp, lasst mich einfach in Ruhe. Ja, sag die, die tot ist. Zone abgeschlossen und damit geht es weiter. Okay, nächste Station. Eigentlich sind wir nicht in der Deutschen Bahn unterwegs, sondern wir sind mit dem Schiff unterwegs. Ich hasse es zu verlieren. Machen wir nochmal sonst wo einen Zwischenhalt. In irgendeinem Asteroidenfeld. Mit weiteren Piraten oder was es auch immer sein soll. Kopfgeldjäger vielleicht doch. Ich weiß ja gar nicht, was soll das wohl sein. Also achten, wenn sie was sagen, weil dann steht es da unten da, wie die heißen. So, da ist neue. Kopfgeldjäger sind das, okay. Gut, könnte hier euch auch Piraten sein. Thank you.
Und die nächste Zone ist geschafft. Und da wären wir. Da hinten ist unser Questziel. Ja, ein bisschen Gas geben muss ich noch. Bleib doch stehen. Gute Arbeit. Wir haben schon sehnsüchtig auf diese Vorräte gewartet. Wir haben hier zwar mehr Salz, als wir jemals brauchen können, aber die Leute fragen mittlerweile schon fast aggressiv nach anderen Gewürzen. Okay, Gewürze schmuggeln haben wir damit geschafft. Schneetruppe der ersten Ordnung haben wir damit freigeschaltet. Keine Ahnung, was der jetzt hier mit zu tun hatte, aber ja, damit können wir zurück nach Camino. Wo sind wir? Da hinten. Mit einem weiteren Charakter, den wir noch brauchen. Okay. Mal schauen, wo jetzt hier noch was ist. Was ist das da eigentlich? Ich schaue mir das mal an, was das ist. Wie sagt man das jetzt gerade? Gar nichts. Das Fragezeichen scheint eine Schlacht zu sein. Aber was ist das jetzt? Ist das auch ein Charakter hier? Das ist eine Challenge? Schießübung. Okay, mit Wexley kriegen wir hierfür. Okay, das ist auf jeden Fall das, was wir machen wollen. Denn zerstöre alle Zielscheiben. Was sind Zielscheiben? Ach, die hier. Spielt das eine Rolle, wie dicht ich da dran bin? Ja, achso, wir haben es schon geschafft. Okay, das war jetzt relativ einfach gewesen. 21 Sekunden, damit haben wir Tamin Wexley gekriegt. So, da hinten ist eine Raumschlacht, da gehe ich gar nicht erst hin. Nein, das interessiert uns jetzt nämlich erstmal gar nicht. Hier ist eine Quest, die brauchen wir auch nicht. Dann schaue ich mal kurz mal auf die große Karte. Weiter über Camino, da haben wir alles. Das heißt, wir können jetzt nach Tipico City. Tipico, ja, Tipico Wette. Nein. Tipico City. So, natürlich wieder mit dem besten Wetter. So. Ihr müsst wissen, ich habe seit dem letzten Mal ein Update erhalten. Ist mir völlig egal. Ich habe hier noch gar nicht alles aufgedeckt. Machen wir das erstmal. Gehen wir erstmal rein. Willkommen in Tipico City. Wir sind Kaminoaner und das ist unsere hochmoderne Klonanlage. Genießt euren Aufenthalt. Danke. Die Tür scheint zu sein. Die sieht doch irgendwie mehr aus wie eine kaminoanische Tür als die jetzt hier. Unsere Ozeane sind gefährlich wild. Bitte gebt Acht, während ihr hier seid. Wenn ihr hineinfallt, riskiere ich nicht mein Leben, um euch zu retten. Aber es ist schön, Besuch zu haben. So. Meines Wissens ist keiner unserer Klone in der Lage, die Kraft der Macht zu nutzen. Aber Lamassu hat in der Einrichtung einen Machteignungstest entwickelt. Ich wäre sehr gespannt, was dabei rauskäme. Hier geht's nach unten. Warte mal, wo komme ich denn da hin? Waren wir da schon? Ich muss mal auf die Map schauen. Also hier gibt es anscheinend noch eine andere Ebene.
Oh ja. Okay, sieht man nicht so viel von. Gehen wir nachher mal hin. Erstmal wollte ich jetzt mal ganz, ganz kurz hier nochmal ein Ding annehmen. Es ist unabdingbar, dass alle unsere Klone beim Zielschießen und beim Einsatz von Blastern überdurchschnittlich gut sind. Wenn ihr ein begabter Schütze seid, wären sie sicher für eine Vorführung in der Schießanlage dankbar. Alles klar. Blasterspiele in Tipoca. Das mit dem Wetter tut mir leid. Camino ist vollständig mit Wasser bedeckt. Wir müssten in den nächsten 2 bis 3 Jahren eine Trockenperiode haben. Ja, ich glaube nicht, dass die jemals eintreten wird. Bin ich mal ganz ehrlich. So, fangen wir jetzt am besten mal an. Gehen wir hier lang. Mal hier durch, wenn wir da reinkommen. Kommen wir natürlich nicht. Das heißt, müssen wir dort aus wahrscheinlich dahin. Ah, mit... das ist die Stelle, die man im Trailer mal gesehen hat. Ich erinnere mich. Den C3PO haben wir hier noch nicht drin. Den haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Ja, das hat man im Trailer damals gesehen gehabt, die Stelle hier. Den Schalter hier, genau so aus dieser Perspektive. Geht die Tür auf, genau, das kennt man auf jeden Fall noch. So. Damit sie treffen, jetzt mal schön selber hinterher rennen. So. Müssen wir trotzdem noch irgendeine Aufgabe erledigen. Wahrscheinlich hier mit den Knöpfen. Und nur mit dem einen Knopf? Ja, nur mit dem einen Knopf. Okay, das war jetzt relativ einfach gewesen. Halbzeit hält. So. Als nächstes gehen wir einfach mal in die Richtung. Ich würde jetzt doch gerne mal in den Keller gehen. Das interessiert mich jetzt doch mal, was da ist. Oder so vielleicht unter Wasser laufen kann. Das wäre auch mal geil. Was ist hier im Keller? Nee, es scheint bloß ein Raum zu sein. Danke nochmals, wenn ihr mal in der Nähe von Dakar seid. Ich hätte da einen Kollegen, der Hilfe bräuchte. Womit? Weiß nicht. Hab ihn nicht richtig verstanden bei all dem Geheule. Okay. Hier ist eine Spiegeltür. Da kommen wir nicht durch. Ah, okay. Hier scheint wohl eine Quest zu sein. Ah, ich sehe es schon. Wir müssen da irgendwas mit dem Ding machen. Nach dem Besuch von Obi-Wan Kenobi in unserer Einrichtung haben wir diesen Machtfähigkeitstest erstellt. Jetzt kann Obi-Wan oder jeder andere Jedi seine Talente zeigen. Um der Forschung willen natürlich. Und weil die Macht echt cool ist. Es gibt 2 Schlüssel. Einer befindet sich in diesem Raum und der andere im nächsten. Sie müssen in mein Prüfgerät eingeführt werden. Okay. Ja gut, dass es was hiermit zu tun haben wird, das ist relativ klar. Ich habe hier auch gerade keinen Jedi mit drin. Ja, Spiel hat so früh geklickt. Jedi. Nehmen wir wieder Luke da. Obwohl, nehmen wir Obi-Wan, das passt besser. Ich bin ein Jedi. Obi-Wan passt noch besser. Hallo, wie geht's denn? Nicht ganz die aktuelle Variante. Hä? Ach so, so geht das. Ich hab's gerade völlig versaut. Das müssen wir trotzdem noch schaffen. Oder? Ja. Wo ist es hin? Ach, da. Ach nee, ja. Der Schlüssel wurde wahrlich meisterhaft eingeführt. Benutzer der Macht sind zweifellos faszinierend. Könnt ihr nun den 2. Schlüssel einsetzen? Ja, ich sehe schon, was wir hier machen müssen. Wie soll ich den jetzt hier rauskriegen? Ach so. Das siehst du ja kaum. Geh rauf da! Nein, 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 nein! Komm, geh rauf da! Ja! Hohoho, war das knapp. Nein, komm, jetzt bleib da liegen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich musste da irgendwie... Ich musste es doch irgendwo ablegen. So, liegt das jetzt zumindest immer noch da drüben? Ja, liegt es, okay. Jetzt nur springen drücken. Das war knapp. Hätte ich auch schnell mal versauen können, mal wieder. So, das Ding kommt jetzt da rein. Scheint haben sie auch wirklich einen Richtungssinn.
Ah, und dann kommt der Stein da raus. Oder der bleibt da liegen. Machteignungstest. Was ist hier so ein Anzeigebug hier? Ja, sonst scheint hier aber nichts zu sein, ne? Nee. Das war's. Okay, dann können wir wieder nach oben. Also der Keller scheint bloß ein Dings zu sein. Das ist aber ganz praktisch, müssen wir nicht so viele Ebenen wechseln. Und den Ebenen nervt mich ja sowieso immer ziemlich. Das Büro von Lamassu ist immer verschlossen, wenn er nicht da ist. Es wäre klug, auf seine Rückkehr zu warten. Der Zugang ist zu Recht nicht einfach. Er besitzt viele wertvolle Gegenstände. Ich würde es begrüßen, wenn ihr nicht versuchen würdet, ohne Erlaubnis einzutreten. Aber ich verstehe, dass ihr nicht verpflichtet seid, auf mich zu hören. Winzige Tunnel auf Tipoka. Das wird leicht. Okay, da oben müssen wir auf jeden Fall ran. Also müssen wir jetzt mit C3PO durch. Um den durchzukriegen, brauchen wir aber jetzt mal einen Jedi. Ist wieder kein Jedi verfügbar? Ach doch, Obi-Wan ist noch da. Das wird leicht. Die Stimme passt einfach mal überhaupt nicht, aber ich glaube, das sollte mittlerweile jedem aufgefallen sein. Ich denke, das ist ein Fall für mich. Ja. Definitiv. Okay, das kann er so nicht benutzen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch aktiv. So, rein hier. Das war äußerst unangenehm. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Wir können wieder einen Droiden bedienen. Der Droide drückt hier die zwei Knöpfe anscheinend. Ach nee, warte mal, der kann aber nur einen Knopf gleichzeitig drücken. Warte mal. Kann ich irgendwas da aufschieben? Okay, das bringt gar nichts. Ich kann mich schön da reinsetzen. Kann ja aber auch nicht irgendwas draufschieben oder so, ne? Ah! Warte mal, hier ist ein Terminal. Jetzt kann ich mich natürlich hier raufstellen. Den anderen, wenn... Ach, bleib stehen! Da! Ich weiß nicht, stehe ich mich da rauf. Und so. Und dann kommt der Stein. Perfekt. Wie entzückend. Winzige Tunnel auf Tipoka. Hier ist noch ein Charakter, den wir uns noch holen können. Das machen wir dann später wieder. Wir holen uns wie immer erstmal die Steine. Beziehungsweise erstmal die Gerüchte. Die können wir immer gebrauchen. Lamassu ist sehr verschwiegen über seine neuesten Pläne. Er scheint unnachgiebig mit dem Klonen fortzufahren. Aber ich bin unsicher, wie er weitermachen will. Ich bin jedoch sicher, dass er Unterstützung braucht. Oh, Wookie! Schön, dich wiederzusehen. Ich hatte ja ein feuchtes Klima erwartet, aber wow, der ganze Regen, die Carbonier haben wahrscheinlich so lange Hälse, weil ihnen das hier Wasser sonst zum Kinn reichen würde. Ja, wenn das Wasser sonst zum Hals rausgeht. Okay, wir haben jetzt 8 Wookies schon gefunden. So, was, hä? Achso, ich kann C3PO auseinandernehmen. Dann gehen wir einfach mal hier so lang. Wie viel gibt es hier überhaupt insgesamt zum Finden? Da habe ich doch gar nicht drauf geachtet. 15. 5 Charaktere und ein Raumschiff. Hier gibt es doch gar keine Datenkarten. Also, was führt euch nach Kamino? Der Wassersport? Das Wetter? Iva-Watching? Oder unsere hochmoderne, konkurrenzlose Klonanlage. Ich wette, es ist Iowa-Watching. Ja, falsch geraten. Okay, hier ist ein Stein. Hier brauchen wir aber eine Zugangskarte für. Warum immer die ist. Wir Kaminoaner ziehen es vor, mit Iwas zu reisen. Diese organische Transportmethode hält uns im Einklang mit der Natur. Genauso wie die Erschaffung einer... Klonarmee. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die meinen. Das Gerät im Aufenthaltsraum ist Teil unserer Ausbildung, aber ich glaube, sie haben unsere Fähigkeiten überschätzt. Wenn ihr es schafft, gehört euch der Preis. Das ist nur fair. Okay. Go to versenken.
Ah, ein kleines Minispiel. Das war richtig geil sogar noch. Okay. Ah, okay, ich muss die Bälle da reinhauen. Muss ich jetzt einfach nur da liegen lassen, ne? Nein! Verdammt, das geht ja daran. Geht ja daran vorbei. Dann versuchen wir es mal so. Obwohl, das geht glaube ich auch nicht, ne? Ja, fast. Okay, ich muss ja noch den richtigen Weg finden. Versuchen wir es mal so vielleicht. Das könnte sogar klappen. Nein! Ach, verdammt! Okay, versuchen wir mal einen anderen Weg. Bringt so erstmal gar nichts. Also, der erste ist relativ easy. Halt einfach nur so. Ah, jetzt weiß ich, wie das geht. Jetzt weiß ich's. So geht's. Jawohl. Och komm, wirklich? Jetzt krieg ich den nicht mehr getroffen, oder was? Okay, einen Versuch haben wir noch. Was ist, wenn wieder andere geht? Wir müssen ihn einfach nur durchrollen lassen. Jawohl. So, geschafft. So. Hauptgewinn. Yay. Was haben wir denn da? Go to versenken. Eins. Eins? Also gibt's noch mehrere von den Spielen wahrscheinlich. Manchmal versuche ich, mich in eine Gruppe der Klone zu integrieren. Nur wenn man sich vollständig in eine Gesellschaft einfügt, kann man sie wirklich ergründen. Doch obwohl ich immer die passende Rüstung trage, erkennen sie mich jedes Mal. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiterhin mit dir sein. Ciao.